Ja, Leute, was geht? Es geht weiter mit dem Pick der Innocence. Mit mir den Pyrus. Wir sind hier in Kapitel 16, die Krönung. Schauen wir, was weitergeht. Genau. Heute müssen wir unsere Mutter, retten. Wir werden Mama finden. Wir werden sie hier rausholen, Hugo. So, Freunde, genug getrödelt. Hey, warte! Mellie ist traurig. Sie wird sich wieder beruhigen. Aber können wir ihr nicht helfen? Deswegen sind wir hier. Wir helfen ihr, sich zu rächen. Und am Leben zu bleiben. Wir haben den Knirps und die Ratten. Wir sind unbesiegbar. Rodrik, er ist fünf. Er ist fünf. Ja, und keine Killermaschine. Theoretisch. Ja, und dein kleiner Bruder ist ja wieder bei uns. Ja, und jetzt rächen wir uns. Was ist los? Melly, beruhige dich. Die verdammten Ratten blockieren den sichersten Weg hinein. Sie machen das nicht absichtlich, Melly, sie... Wir haben keine Wahl. Wir versuchen es durch die große Tür. Aber passt auf. Oh, Melly, warte. Ist sie wütend auf mich? Nein, sie ist wütend auf alles. Aber gib ihr ein bisschen Zeit, Hugo. Ja, und für so einen kleinen Jungen, finde ich jetzt nicht so richtig, aber okay. Vorsicht! Okay, Hugo, ich Wasser, du Ratten. Glaubt ihr, es hat bereits angefangen? Das hoffe ich, denn diese Viecher werden immer mehr. Tal, das ist riskant. Tal ist weiß, was er tut. Nehmen wir lieber die Hintertür. Das sagt er zumindest. Sie ist bestimmt versperrt. Sie gehen. Drecksloch. Wir wissen nicht mal, was in dieser Kathedrale vor sich geht. Unsere Gelegenheit. Lukas, komm mit mir. Melly. Hab Vertrauen. Jetzt machen wir erstmal unsere Arbeit. Gut, ich gehe zurück. Sei vorsichtig. Verdammt. Er wird sie sehen. Ich helfe ihm. Bleib hier. Ich hoffe, sie schaffen's. Sie kennt die Stadt und führt sie sicher in die Irre. Los, nutzen wir die Gelegenheit. Erledige ihn. Du wirst bezahlen. Ah ja, stimmt, der konnte doch das Knick brechen. Gut gemacht. Ich erinnere mich. Der steht nicht wieder auf. Glaub ich auch nicht. Hat sich einiges verändert hier. Die Glocken, die Kathedrale, Amicia. Vitalis ist dort. Das heißt, Mutter ist ebenfalls dort. Dem Bastard bereiten wir eine Überraschung. Zuerst müssen wir die anderen finden. Dass ich die Beschwörung nicht aus nächster Nähe sehen kann. Das Wichtigste ist, dass der große... Hey, warum bebt die Erde? Das sind die Ratten. Sie sind hier, unter uns. Also haben sie alles zerstört. Seht euch den Boden an. Ich schon gedrückt habe, für die Ratten zu stimmen, zerrottert Dunst. Was? Zerrottert Dunst die Horden an, die unter der Erde gefangen sind. Welche Lichtquellen, um sie zu befreien? Sie wollen nicht auf mich hören! Welche Lichtquellen? Sie kommen nicht raus, solange es hell ist. Oh, boah! Sicherheit, Rudolf, bleib dich bei uns. Bist du sicher? Ja. Hallo. Guten Tag. Ich hab Haustiere. Hallöchen. Und da dann. Schön frühstücken. Sie hören einfach nicht auf mich. Komm mal kurz vorbei, geht das auch. Komm schon. Mist, ja, komm noch mal machen. Oh, Mensch. Achtung, wach! Niemand hat Nikolas seit dem Angriff auf das Versteck der Kinder gesehen.
Seid vernünftig und kommt doch. Na los, ich erzähle allen, dass ihr euch wacker gemacht habt. Nett. Ah, Mist. Hab dich, ja? Ha, sehr gut. War genauso geplant. Das Licht blockiert ihm den Weg. Sucht weiter. Haltet die Augen noch. Aber ich muss. Sag ihr da. Macht mal. Ich sehe den nicht. Oh Gott, okay. Oh, keine Ahnung, wie wir das jetzt geschafft haben. Alter. Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, so sollte das bestimmt nicht ablaufen. Egal. Jetzt bin ich an der Reihe. Na? Der jetzt reinläuft, ne? Komm hier durch, bitte, 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 bitte. Jupp, und tschüss. Das wird mich jetzt hier wohl nicht mehr. Naja, mach mal. Der ist für dich. Lass ich mir nicht zweimal sagen. Dann los. Ich wäre auch gerne so stark. Kleiner, du hast eine ganze Rattenarmee. Rodrik, müssen wir das öffnen? Ich sehe keinen Hebel. Ich kümmere mich darum. Auf dein Zeichen. Allein? Willst du das übernehmen? Machst du das? Na gut, dann mach. Wow. What the hell? Okay. Die Ratten, sie wollen rauskommen. Hi. Über die Ratten? Oh nein, ach komm. Vorsicht! Achso, ich dachte eben, ich muss. Ja. Da kommt. Ich finde euch. Was denn? Ach Leute, ja. Hola. Okay, das Spiel wird langsam echt sehr schwer. Ja, schwer ist es ist nicht schwer, es ist einfach direkt schwer, würde ich das auch nicht nennen. Und warten. Ja, wieder sieht mich jetzt schon. Hä? Ey, wir jetzt verarschen, ne? Was ist denn das? Ah, ich bin tot. Nochmal, es ist so nervig, dass man immer. Ja, man kann halt nur einen Treffer ab, das ist blöd. Vorsicht!
Machen wir anders. Oh. Dann machen wir, wie sie nicht, den hier. Jetzt machen wir, gib mir Hatten. Hoffen wir natürlich nicht, dass er mich trifft. Gut, laufen. Ich bin schon da. Oh Gott, Glück gehabt. Ah, ja, muss es einfach noch. Wir klettern da hoch. Ja, ja, genau, komm. Duck dich, duck dich! Jetzt duckt euch dann bitte gleich. Ich wollte ihn eigentlich besiegen. Ja! Halt die Fresse. So, es ist nicht hier. Es ist jetzt nicht besonders schwer. Es ist einfach nur. Ja, man muss wirklich nur die Lösung haben, so ungefähr, so mache ich das. Also man muss ja nur die, man muss die Gameplay-Mechanik hier einsetzen. Es ist jetzt nicht in dem Sinne der schwer, was man jetzt in anderen Spielen hat, wo man eine ganze Zeit eine Taktik anwenden muss und die dann schwer umsetzen ist. Hört zu, Vitalis ist in der Kathedrale. Schön und gut, aber euch kommt ein ganzes Bataillon entgegen. Ihr müsst hier weg, nehmt die Treppe. Dieses Haus hat auf der anderen Seite einen Ausgang. Das brennende Haus? Wir können nicht zurück. Los, wir treffen uns auf der anderen Seite. Seid vorsichtig. Los, ins Haus. Nein, da gibt es übrigens keine Ratten. Obwohl, die Ratten sind ja wenigstens halbwegs unsere Freunde. Oh, verschlossen. Ich brech sie auf. Los, komm. Dreckstück. Ja, ja. Dir zeig ich's. Da kommen die Wachen. Modric, geh in Deckung. Hugo kümmert sich um sie. Viel Spaß. Hä, ich hab doch gemacht. Ach nein. Okay. Nein! Lauf mal. Glück gehabt. Oh, Glück gehabt. Es ist so leid. Nein! Was tut er denn? Ey, der ist so nervig. Nein! Er tötet mich. Die Ratten töten mich. Nein, auch nicht. Oh, jetzt hat er schon wieder Feuer. Alter, ich hasse dich jetzt schon. Alter! Komm! Jetzt habe ich ihn. Oh! Alter. Komm ich da ran? Ne, ich probier's nicht. Kein Bock, den Scheiß nochmal zu machen. Es ist so, das Problem ist, das ist natürlich so schwer. Du musst so ganz schnell durch diesen Ratten hier denken, ja, schon mal kann auch so machen. Ja, gut, aber ich hab's auch nie gelernt, jetzt, was man wann nützen muss, wenn man sonst immer die Zeit hatte. Das ist so zu nutzen. Ganz in Ruhe. Egal. Ich bin durch. Modric, folgst du uns? Bis in die Hölle. Okay. Nur Mut. Kannst du das übernehmen? Ist recht. Gut. Ich gehe ein paar Schritte zurück, falls gleich Feuer... Nee, doch nicht. Kann ja auch dir das Feuer entgegenkommen. Beruhige dich.
Hugo, du hast den Hauptmann der Inquisition besiegt. Du bist hart im Nehmen. Härter als ich. Wirklich? Ich lüge nie. Easy, wir haben es schon geschafft. Na komm, lieber raus, bevor wir einen Ausweg erreiche die Kathedrale. Okay. Kümmerst du dich um ihn? Verlass dich auf mich. Gott. Sehr schön. Oh. Danke. Ist alles gut? Das war haarscharf, aber mir geht's gut. Hey, wartet! Feinde! In Deckung, Bogenschützen! Gute Arbeit, Männer. Haltet die Augen auf. Niemand darf sich der Kathedrale nähern. Die Kathedrale. Wir sind auf dem richtigen Weg. Da, das Fallgitter. Das ist der einzige Weg zur Kathedrale. Wir müssen da irgendwie hin. Wow. Na gut. Wie ist klar? Na egal, nehmen wir was anderes. Was haben wir noch Schönes? Mhm. Na egal, ich weiß noch nicht. Na egal jetzt. Komm, lass uns. Der Karren, Rodrik. Wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Hugo in Sicherheit. Hey! Lass los, Amicia. Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Rodrik, ich helfe dir. Ich komm klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachenausschau. Gut. Dann mal los. Feuer! Versteck dich, Rodrik! Mach dir um mich keine Sorgen, Knirps. Oh nein. Das ist ein Ende. Das kann er nicht schaffen. Soldaten, da vorne sind Soldaten! Amicia, die gehören dir. Da vorne. Oh mein Gott. Nicht sterben, Rodrik, nicht sterben. Ich brauche nur eine Pause. Ja. Oh, was ist? Ja, danke. Ach, Leute, jetzt kann ich ja nochmal machen, ne? Oh, ja, wegen dem einen jetzt. Ach, Leute, Leute. Man wollte Igelmunition nochmal. Dann machen wir es jetzt doch. Komm. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Ja, finde ich auch. So, jetzt komm. Der Karren, Rodrik. Wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Hugo in Sicherheit. Hey. Lass los, Amicia. Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Rodrik, ich helfe dir. Ich komm klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachenausschau. Gut. Dann mal los. Versteck dich, Rodrik. Mach dir um mich keine Sorgen, Knirps. Ah, okay, müssen wir doch mal machen.
Ja, es ist halt so doof, ne? Kommt nur ein Gegner, weil du auch keinen Treffer abkannst. Also, immer würde ich mir so einen Treffer drum wünschen, ne? Wenn man jetzt hier keinen Superkiller spielt, ist mir ja bewusst, dieser Vorkommen, okay? Fresse. Aber so gar keinen. Du kannst ja nicht einmal getroffen, bist gleich weg. Was? Da werden aber noch mehr kommen. Wir haben drei nur? Ich weiß gar nicht, Jörg. Oh mein Gott. Amicia, sie sind hinter uns! Bastarde! Bastarde! Ich hab die Treppe erreicht. Los, schnell! Da sind noch mehr! Keine Sorge! Oh Scheiße! Okay, es war. Nicht sterben, Rodrik, nicht sterben! Ich brauche nur eine Pause. Gut so, Rodrik. Das war's. Geh in Deckung. Erlebt? Wir sind da. Steh nicht einfach nur rum. Komm jetzt, schnell! Oh mein Gott, Rodrik! Oh, mir geht's schon besser. Ich bin direkt hinter dir. Gut. Jetzt du! Nein! Wir helfen dir durch! Tut mir leid. Tut mir leid. Scheiße! Scheiße! Hugo, komm jetzt. Wir müssen weiter. Geopfert. Lass mich einfach in Ruhe! Sie hat recht, Melly. Rodrik. Es ist vorbei, Hugo. Er hat seinen Frieden gefunden. Ich ertrage diese verdammten Ratten nicht länger. Mistviecher! Aber sie bahnen unseren Weg. Ach ja? Wie denn? So. Wie machst du? Boah, Hugo. Sag mir, dass du uns helfen wirst, diese Dreckskerle zu töten. Melly, ohne deinen Bruder haben wir keine Chance, Amicia. Das ist dir klar, oder? Ich werde dir helfen und du hilfst uns, Mama zu retten. Dann haben wir eine Abmachung. Oh, oh. Ja, eine Abmachung, ja, ja, aber... Aber diese Abmachung werden wir in der nächsten Folge einhalten. Ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, hier einen Cut zu setzen. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Ich danke fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein. Ich hoffe, dass es euch heute wieder Spaß gemacht hat und ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis zur nächsten Folge bei Pirates. Tschüssi, wir sehen uns. Ciao.